Die Reimanns sind eigentlich seit 2015 auf der hawaiianischen Insel Oahu zu Hause. Doch nun schauen sie sich schon nach einem neuen Domizil um. Diese andere Trauminsel haben Conny und Manu jetzt im Visier. Die Reimanns können ihre Beine scheinbar nicht stillhalten. Kultauswanderer Conny Reimann und seine Frau Manuela Reimann suchen, nach ihrem Umzug nach Hawaii im Jahr 2015, nun bereits das nächste. Sie wollen jetzt der US-Insel wieder den Rücken kehren und ein neues Conny Island finden, und das auf einer anderen Trauminsel. Conny Manu Reimann wollen auf die Fidschi-Inseln. Seit dem Trailer vor ein paar Wochen zu der neuen Willkommen bei den Reimanns Staffel, ist es längst kein Geheimnis mehr, dass Conny und Manu einen Tapetenwechsel wollen. Es heißt wahrscheinlich schon bald Bye Bye Hawaii, Hallo Fidschi, die Inselgruppe, auf der die beiden ihren 20. Hochzeitstag gefeiert und ihr Ehegelübde erneuert haben. Nun kamen neue Details zu ihren Umzugsplänen an Licht. In Folge 4 der dritten Staffel wird es ernst, ein Makler zeigt den Reimanns gleich drei wunderschöne Immobilien auf der Insel. Während zwei der Objekte, eine eigene Insel mit einem etwas klein geartetem Haus und eine Luxusvilla in einer reichen Wohngegend, direkt raus sind, hat es Conny das dritte bereits jetzt angetan. Ein 275.000 Quadratmeter großes Grundstück direkt am Meer inklusive eines 500 Meter langen Strandabschnitts. Das ist das, was wir wollten, lässt der Kultauswanderer verlauten. Genug Platz, um sich handwerklich auszutoben. Er muss jedoch auch zugeben, Hawaii kann man schlecht toppen. Ob die Reimanns wirklich ihre Heimat auf Oahu hinter sich lassen können? Die finale Entscheidung ist auf jeden Fall noch nicht getroffen. Conny Reimann und seine Manu wollen erst einmal die Lage checken. Passen die Leute in der Nachbarschaft überhaupt zu ihnen und könnten sie sich ein Leben auf Fidschi überhaupt vorstellen? Bis diese Fragen geklärt sind, ist noch nichts in Stein gemeißelt.